Hallo und Jana Klar, hast du wieder eingeschaltet? Und somit herzlich willkommen zum Minimalismus-Update Nummer 3. Heute geht es um den Körper bzw. die Ernährung. Und es könnte sein, dass einige von euch das ein bisschen komisch finden, der Körper und Minimalismus in einem Video. Aber bevor ihr euch irgendwelche Gedanken macht und Kommentare schreibt, fände ich es cool, wenn ihr euch einfach das ganze Video bis zum Ende anschauen würdet. Eigentlich hätte ich das Video heute nennen können Körper ausmisten extrem Minimalismus Update, aber ich glaube, das hätte einige von euch ein bisschen abgeschreckt. Wie beginne ich dieses Thema jetzt am besten? Okay, Leute, unser Körper ist die einzige Wohnung, in der wir unser gesamtes Leben lang verbringen werden und leben werden. Und deswegen finde ich, ist es auf jeden Fall wert, da mal einen Blick reinzuwerfen und zu schauen, was wir denn vielleicht auch dort ausmisten können bzw. updaten können. Also vielleicht auch mal mit dem Gedanken des Minimalismus auf seine Ernährung zu schauen. Minimalismus heißt ja nichts anderes als nur die Sachen zu besitzen, die man glaubt, in dem derzeitigen Zeitraum, in dem man sich befindet, zu brauchen. Und das werde ich jetzt mal bei meiner Ernährung versuchen. Es ist ein bisschen eigenartig, seine Wohnung mit seinem Körper zu vergleichen, aber in diesem Fall hilft das, finde ich, ganz gut. Denn wie auch bei eurer Wohnung, ist es auch bei eurem Körper. Das ist bei jedem Menschen etwas anderes. Minimalismus ist für jeden Menschen etwas anderes. Jeder Mensch ist auf einem anderen Standpunkt, jeder Mensch braucht verschieden viel, jeder Mensch braucht verschiedene Dinge. Also ein gutes Beispiel, um das mal zu vergleichen, in meiner Wohnung wäre mein Ziel, keine Waschmittel mehr zu verwenden, ja, also für meine Wäsche, keine Flüssigwaschmittel mehr aus dem Geschäft zu kaufen und auch auf die Plastikverpackung zu verzichten und vielleicht mein eigenes Waschmittel irgendwann mal herzustellen. Das kann ich aber nicht von einem auf den anderen Tag, sondern ich will mir meine Zeit nehmen, um das umzustellen und die gebe ich mir auch. Und ich will auch Spaß dabei haben, das zu lernen. Und genauso ist das auch bei meinem Körper, bei all den Punkten, die ich euch jetzt gleich aufzählen werde, die ich umstellen will. Denn ich kann nicht alle diese Punkte auf einmal umsetzen und das will ich auch gar nicht, sondern ich möchte mir Zeit bei der Umstellung nehmen und Spaß dabei haben, das zu lernen. Aber wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich meistens relativ radikal bin, was Umstellungen in meinem Leben angeht. Also, was möchte ich für mich in meiner Ernährung umstellen? Das heißt nicht, dass ihr das auch in eurer Ernährung umstellen müsst. Ich beschäftige mich schon fast mein halbes Leben lang, seitdem ich denken kann, seitdem ich lesen kann, mit dem Thema gesunde Ernährung. Ich wollte auch mal Ernährungsberaterin werden. Ich hatte 5 Jahre lang Ernährung in der Schule. Ich habe den Zweig, den ich gewählt habe, in meiner Schule nur gewählt, weil es dort auch um Ernährung ging, weil mich das interessiert hat. Ich habe auch nach der Schule mich zum Thema Ernährung weitergebildet. Ich habe viele Bücher darüber gelesen. Ich kann euch auch gerne ein paar gute Bücher, die ich empfehlen kann, unten in der Infobox verlinken. Ich bin vor 4, fast schon 5 Jahren darauf umgestiegen, kein Fleisch mehr zu essen. Und vor 2, fast schon 3 Jahren habe ich mich dazu entschieden, überhaupt keine tierischen Produkte mehr zu essen. Und jetzt will ich nochmal schauen, was ich denn nicht für mich persönlich verbessern kann. Mein derzeitiger Standpunkt war es, mich einfach nur vegan zu ernähren und auch schon zum Großteil ein bisschen darauf zu achten, dass das recht gesund ist. Ich habe aber in letzter Zeit sehr viel Süßes gegessen, sehr viel verarbeitete Sachen gegessen und ich habe gemerkt, dass mir das einfach nicht gut tut. Punkt Nummer 1, der Großteil meiner Ernährung besteht aus frischem Gemüse und Obst. Punkt Nummer 2, ich bevorzuge die ganze Frucht anstelle von isolierten Lebensmitteln. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich Fett zu mir nehmen will, dass ich dann nicht auf das Öl zurückgreife, sondern auf die Frucht, aus der dieses Öl gemacht wird. Zum Beispiel bei Olivenöl esse ich nicht das Olivenöl, sondern die Olive. Statt dem Walnussöl esse ich nicht das Walnussöl, sondern die Walnuss. Denn Leute, ihr müsst euch mal denken, so ein Löffel Olivenöl, das ist das Fett aus so vielen Oliven, einfach mal zentriert auf einem Löffel Olivenöl. Und das ist unser Körper eigentlich gar nicht gewöhnt, so viel Fett zentriert auf einmal zu bekommen. Und auch statt den Weißmehlprodukten auf Vollkornprodukte umzusteigen, also nicht nur beim Mehl und bei den Nudeln, sondern auch
Vollkornreis zum Beispiel. Oder auch raffinierten Zucker möchte ich zum Großteil aus meiner Ernährung cutten, da esse ich einfach Obst. Also in den letzten Tagen bzw. fast schon Wochen habe ich so gemacht, dass ich einfach bei mir zu Hause keinen raffinierten Zucker habe, so gut wie keine Lebensmittel habe, wo raffinierter Zucker drin ist, auch kein Öl zum Anbraten verwende, sondern einfach Wasser. Aber wenn ich mal essen gehe draußen mit meinen Freunden, darauf weniger achte. Der nächste Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist, ist es, meine Speisen nicht mehr zu salzen, beziehungsweise viel mehr zu Hause selber zu machen, selber zu kochen, denn in den verarbeiteten Sachen ist meistens extrem viel Salz drin. Ja, Leute, ich weiß, der Mensch braucht Salz, aber in den Mengen, in denen der Durchschnittsmensch zurzeit gerade Salz zu sich nimmt, ist es auf jeden Fall viel zu viel. Und um die Menge an Salz zu sich zu nehmen, die wir brauchen, ist es nicht mal nötig, die Speisen zu salzen. Denn in Gemüse und Kräuter zum Beispiel ist Salz schon von Natur aus enthalten. Die Gründe, warum ich meinen Salzkonsum radikal runterschrauben werde, sind, weil ich bemerkt habe, wenn ich meine Speisen salze, dass ich dann viel schneller in mich reinschlinge beim Essen. Auch viel mehr esse, als ich eigentlich brauche. Und weil ich einfach bemerkt habe, dass wenn ich viel Salz zu mir nehme, meine Geschmacksknospen komplett im Arsch sind. Ich habe auch schon öfter mal versucht, mehrere Wochen wenig Salz zu mir zu nehmen, bis fast gar keins. Und ich habe bemerkt, wie ich wieder anfange, mehr zu schmecken. Also wie ich einfach mal schmecke, wie so eine Karotte schmeckt oder halt jedes andere Gemüse. Und dass ich dann auch mal Chips danach probiert habe und die mir einfach viel zu salzig waren und ich da früher einfach eine ganze Packung in mich reingeschaufelt habe, ohne dass ich das überhaupt bemerkt habe. Manchmal dachte ich mir auch so, das schmeckt nach gar nichts, aber nach dieser Zeit ohne Salz war mir das einfach viel zu salzig und ich konnte das fast nicht mehr essen. Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich will einfach diesen natürlichen Geschmack der Lebensmittel wieder für mich entdecken und kennenlernen. Wo ich auch gerade stark daran arbeite, ist es, langsamer zu essen, dankbarer zu essen und auch nur in den Mengen zu essen, die mich satt machen und die ich brauche. Wenn ihr meine Mukbang-Videos kennt, dann wisst ihr vielleicht, dass das für mich nichts, also bis jetzt noch nichts Natürliches war und dass ich reingeschaufelt habe, ohne Punkt und Komma, bis die ganze Pfanne leer war. Und auch ohne Genuss eigentlich. Aber ich arbeite daran und es wird immer besser. Was finde ich auch zum dankbaren Essen mit dazugehört, ist es, mehr über sein Essen zu wissen und sich mehr über sein Essen zu informieren. Denn ich habe zum Beispiel letztes Jahr so viel über Sachen erfahren, die ich täglich gegessen habe, aber gar nicht wusste, zum Beispiel wie eine Kartoffelpflanze aussieht oder wie Weizen denn überhaupt aussieht. Wie wird der angebaut und wie wird der geerntet und wie passiert es, dass aus dem Weizenkorn dann Mehl wird oder all solche Sachen. Was noch so ein Punkt ist, ich möchte in Zukunft mehr darauf achten, auf saisonale und regionale Produkte zurückzugreifen. Das geht natürlich nicht immer, denn ich esse zum Beispiel gerne Bananen und die gibt es bei uns nicht, die werde ich auch weiterhin essen. Aber ich will einfach wissen, wann was in Saison ist und das dann auch öfter kaufen und mehr essen. Und dafür will ich euch unbedingt zwei Kalender ans Herz legen, nämlich den Saisonkalender für Obst und Gemüse von Pia Kraftfutter und auch den Kräuter-Saisonkalender von Pia Kraftfutter. Die finde ich echt cool und die werde ich mir auch in mein Kochstudio aufhängen, damit ich immer Bescheid weiß, was denn überhaupt gerade in Saison ist. Leute, das Saisongemüse und Obst ist auch meistens günstiger als das andere. Also save the money! Und der letzte und fast schon größte Punkt auf meiner Liste ist es, dass ich keinen Alkohol mehr trinke. Ich sage das bewusst schon so, weil ich es einfach schon nicht mehr mache. Ich habe auch an Silvester keinen Alkohol mehr getrunken, denn daran arbeite ich auch schon sehr, sehr lange. Ich hatte auch in der Zeit, wo ich 17 oder so war, auch mal ein Jahr, wo ich immer mit feiern gegangen bin, wo ich auch gar nichts getrunken habe. Und so wollte ich das auch eigentlich immer, nur ich habe dann immer wieder angefangen, mit Alkohol zu trinken beim Feiern, weil es einfach in der Gesellschaft bei uns so angesehen ist, Alkohol zu trinken und man auch ausgeschlossen wird öfter mal, wenn man keinen Alkohol trinkt. Aber
ich will das nicht mehr. Ich will das einfach nicht mehr. Ich will keinen Alkohol mehr trinken. Mir hat das noch nie geschmeckt. Ich mochte die Wirkungen von Alkohol noch nie. Ich will den nächsten Tag nicht erleben. Ich möchte dieses Gefühl von Alkohol nicht mehr. Leute, nachdem ich betrunken war, fühle ich mich in den nächsten paar Tagen richtig scheiße. Und bekomme dann auch so eine depressive Verstimmung. Und das verschwendet, finde ich, einfach wertvolle Tage meines Lebens, die ich mit besseren Dingen verbringen kann, als einen ekelhaften Kater zu haben oder meinen Körper gegen Gift ankämpfen zu lassen. Also ich habe für mich jetzt endgültig entschieden, ich möchte keinen Alkohol mehr trinken. Ich werde weiterhin feiern gehen, aber ohne Alkohol. Und ich hatte zum Beispiel an Silvester bis 7 Uhr morgens im Club Spaß und habe mitgetanzt ohne Alkohol. Und es war cool. Also werde ich das auch weiterhin so machen. Falls euch das Thema Alkohol interessiert und ihr vielleicht Updates haben möchtet, wie es mir damit geht, keinen Alkohol mehr zu trinken, schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann werde ich das einrichten. Das Wichtigste an dem Ganzen ist es eigentlich, dass ich das nicht aus Zwang mache oder für irgendeine kurzzeitige Diät mache oder auch nicht, dass ich irgendeinem Schönheitsideal entspreche, sondern weil ich meinem Körper was Gutes tun will, meiner Gesundheit was Gutes tun will. Ich mache das, um mehr Energie zu haben, um mehr aus meinem Leben herausholen zu können, um mehr Ausdauer zu haben, um beweglicher zu sein, einfach um ein gesunder Mensch zu sein. Und außerdem mache ich das auch, um dankbarer für die Lebensmittel zu sein und zu werden, die ich habe, und die Freude am Essen von gesunden Lebensmitteln wieder zu bekommen. Einfach wieder natürlich zu schmecken. Und jetzt will ich noch ein paar Fragen beantworten, die höchstwahrscheinlich aufkommen werden, beziehungsweise die ich mich gefragt hätte in dieser Situation. Jana, wenn du dir so viel verbietest, geht da nicht der ganze Spaß und Genuss am Essen verloren? Das könnte man jetzt so denken, aber könnte es nicht vielleicht auch sein, dass wir bereits den Spaß und den Genuss an richtigen Lebensmitteln schon längst verlernt haben? Ich glaube nämlich, dass die Reizüberflutung an Produkten nicht nur bei Kosmetik oder Kleidung der Fall sind, sondern auch bei Lebensmitteln. Wir werden einfach reizüberflutet mit Produkten, die voll sind mit Zucker, Salz, Geschmacksverstärkern und isolierten Fetten. Und bei den meisten Sachen merken wir das eigentlich gar nicht. Denn wenn ihr zum Beispiel ein Vollkornbrot kauft, dann muss das nicht heißen, dass das aus Vollkornmehl oder aus dem vollen Korn besteht, sondern das muss nur zu über 50% daraus bestehen. Der Rest, der kann aus Weißmehl sein. Und dann gibt es auch noch ein bisschen Zuckersirup mit rein, um die braune Farbe zu erhalten, und man denkt, man isst ein gesundes Vollkornbrot, aber eigentlich tut man es nicht. Oder wenn man zum Beispiel passierte Tomaten kauft für eine Tomatensauce, wo man sich eigentlich denkt, das sind ja nur Tomaten drin, die püriert sind. Nee, da ist auch Zucker und Salz hinzugefügt, und das ist fast bei all unseren Lebensmitteln so, die verarbeitet sind. Und ich denke, dass es möglich ist, den Spaß und die Freude am Essen von natürlichen Lebensmitteln wieder zurückzuerlangen und dass man es dann auch viel mehr wertschätzt und einfach viel mehr schmeckt. Und das heißt ja auch gar nicht, dass ich mir von einem auf den anderen Tag alles verbieten möchte und gar keinen Spaß und Genuss mehr beim Essen haben möchte, sondern wenn ich dann mal wirklich Bock auf eine Schokotorte habe, dann esse ich auch einmal eine Schokotorte, aber dann genieße ich die auch so richtig. Und hau die mir nicht einfach nur nebenbei rein, weil gerade ein Stück Schokotorte da ist. Und wenn man sich so denkt, minimalistisch essen und nur das essen, was der Körper auch wirklich braucht, dann kann auch diese Frage hier schnell aufkommen. Wenn ich meinem Körper nur das geben will, was er wirklich braucht, soll ich dann anfangen, Nährstoffe auszurechnen, mein Essen abzuwiegen oder Kalorien zu zählen? Nein, dein Körper ist ein Wunder der Natur und er ist so gebaut, dass er dir signalisiert, wenn du von irgendetwas zu viel oder zu wenig hast. Man muss halt einfach lernen, seinem Körper zuzuhören, mit ihm ein Team zu bilden und mit ihm zusammenzuarbeiten. Es ist zwar gut, sich mit den Nährstoffen auszukennen, und es ist auch besser, je mehr man über seine Ernährung Bescheid weiß, aber Dinge ständig abzuwiegen oder Kalorien genau zu zählen, ist auf Dauer nicht gesund für euch, weil ihr euch in eurem Kopf stresst
und das für die mentale Gesundheit auch nicht gut ist. Und ein Satz, den ich selber auch mal so gesagt habe, wenn ich meinem Körper zuhören würde und ihm das geben würde, was er mir sagt, dann würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag nur Schokoladentorte essen. Das wird wahrscheinlich bei einigen von uns schon der Fall sein, weil wir einfach so extrem vom Zucker, vom raffinierten Zucker abhängig sind. Leute, wusstet ihr, dass im Gehirn ähnliche Vorgänge passieren, was das Suchtverhalten angeht, wenn man Zucker zu sich nimmt, wie wenn man Heroin zu sich nimmt oder Koks? Das heißt, um der Stimme meines Körpers vertrauen zu können und ihr zuhören zu können, sollte der Körper erstmal gereinigt werden. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, wie jetzt gereinigt werden? What the fuck? Genau diesen Prozess der Reinigung mache ich jetzt gerade durch, denn ich bin gerade dabei, Intervallfasten auszuprobieren. Ich war richtig obsessed mit diesem Thema Fasten und Intervallfasten, denn ich habe zum Beispiel ein Video gesehen, wo das ganz gut erklärt wurde. Und zwar, stellt euch mal vor, ihr habt ein Auto, das nur mit Benzin läuft. Ihr habt aber Diesel reingefüllt die ganze Zeit. Und damit das Auto wieder sachgemäß laufen kann, müsst ihr erstmal den Diesel rausnehmen, um dann das mit dem Benzin zu füllen, damit das Auto wieder sachgemäß und gut laufen kann. Und genauso ist es mit unserem Körper. Wenn wir den jahrelang mit dem falschen Treibstoff gefüllt haben, muss der alte Treibstoff erstmal raus, um den Körper dann mit neuem, geilen, gesunden Treibstoff zu füllen. Das Intervallfasten, das ich jetzt gerade mache, ist das 16-8-Prinzip. Da isst man zwischen 12 Uhr mittags und 8 am Abend halt einfach gesund und ausgewogen und dann von 8 am Abend bis 12 Uhr mittags, also über die Nacht und über den Vormittag, lässt man den Körper regenerieren. Denn in dieser Zeit, in der wir nichts essen, in diesen 16 Stunden, fängt der Körper an, auf die Reserven in dem Körper zurückzugreifen, also auf die ganzen Einlagerungen in unseren Körper, und er verwertet dann, also er produziert dann aus den Einlagerungen in unseren Körper wieder Energie, und verbraucht es halt. Verbraucht wieder alles, damit wir das neu auffüllen können. Ich hoffe, ich habe das irgendwie verständlich erklärt. Das ganze Thema Fasten und Intervallfasten ist aber sehr, sehr umfangreich. Dazu würde ich, wenn euch das interessiert, eher ein ganzes Video drehen und auch erst, wenn meine Fastenzeit vorbei ist. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt noch fasten werde, aber schon noch wahrscheinlich ein paar Wochen. Und dann kann ich euch gerne ein Video dazu drehen. Aber falls ihr jetzt schon mehr Informationen übers Fasten oder Intervallfasten haben möchtet, ich verlinke euch gerne in der Infobox Videos von der Frau Dr. Petra Bracht und noch das Video, das ich erwähnt habe, von diesem indischen Mädel. Ich weiß gar nicht, wie ich erklären soll, von wem das ist. Aber ich verlinke es euch unten in der Infobox. Dieses Video ist wirklich Gold wert, dauert 20 Minuten, aber lohnt sich da reinzuschauen. Wirklich, schaut euch das Video an. Ich verlinke es euch in der Infobox. Wenn man noch nie was vom Intervallfasten gehört hat, denkt man wahrscheinlich, Fasten, da muss man wahrscheinlich die ganze Zeit hungern. Aber so ist es nicht, denn man isst ja in den 8 Stunden, in denen man isst, ausgewogen und nährreich. Und muss dann auch nicht hungern in den restlichen 16 Stunden. Also ich mache das jetzt schon, also ich bin noch ganz, ganz frisch dabei, aber ich mache schon seit fast 2 Wochen und ich muss nicht hungern. Also auch wenn ich über den Vormittag nichts esse, muss ich nicht hungern. Was mir auch sehr, sehr wichtig ist zu sagen, ich möchte hier niemanden, der sich gerade im Wachstum befindet, also in der Pubertät ist und sich im Wachstum befindet, dazu auffordern, über längere Zeiten nichts zu essen, weil der Körper natürlich während der Wachstumsphase mehr Nahrung braucht. Ja, ich denke, ich habe alles gesagt. Ich wollte dieses Video einfach mal nur machen, um euch auf den momentanen Stand zu bringen, weil ihr mich ja oft fragt, wie ich mich denn überhaupt ernähre, was ich esse, was ich nicht esse. Und weil ja eins meiner nächsten Videos ist, dass ich meine Küche wieder mit Essen auffülle, wollte ich einfach nur mal vorher erzählen, was ich denn überhaupt vorhabe umzustellen und was ich denn überhaupt mache, damit ihr euch auch drauf einstellen könnt. Und vielleicht habe ich ja ein paar von euch motivieren können, auch mal ihre Ernährung zu überdenken. Sich gesund zu ernähren soll nämlich nichts sein, wozu man sich zwingen soll oder das als lästig empfinden soll und als Muss empfinden soll. Und
das nur zu machen, weil man irgendwelchen Schönheitsstandards entsprechen möchte oder sich irgendwas verbieten muss oder so. Es soll einfach die Freude daran sein, seinem Körper das Beste zu geben und die Resultate daraus zu sehen, richtig geile Energie zu haben und sich an den geilen, frischen Lebensmitteln zu erfreuen. So ist es nämlich. So, das war's auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich denke, da war eh jetzt relativ viel Informationen gebündelt in einem Video. Ja. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Ergänzungen gerne in den Kommentaren, auch eure Anregungen, eure Erfahrungen. Ihr wisst, ihr könnt das alles in die Kommentare packen. Tauscht euch aus, dazu sind die Kommentare da. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage wieder Tschüss, bis zum nächsten Video.